zwischen Nürnberg und Ingolstadt liegt der kleine Brombachsee. Und den stelle ich euch vor, den kleinen Stellplatz. 230 Wohnmobile finden hier Platz. Der Platz kostet 13,50 Euro plus Kurtaxe 1 Euro pro Person. Kurz hinter diesem Schild wartet eine Dame auf euch, bei der ihr auch bezahlen könnt. Danach fahrt ihr einfach geradeaus, ihr könnt das gar nicht verfehlen, vorbei an diesem wunderbaren Aussicht zu diesem Brombachsee und dann sucht ihr euch ein Plätzchen. Einige Plätze sind mit Strom und manche Plätze sind auch ohne Strom. Also solltet ihr darauf achten, wo ihr euch hinstellt, damit ihr nicht im Dunkeln sitzt. Für uns war es das erste Mal auf so einem großen Stellplatz. Aber wir waren ganz verwundert, dass wir so viel Platz zum Nachbarn hatten. Also ihr findet hier kein Kuschelcamping. Sehr zentral liegen die sanitären Gebäude, wo man auch sein Geschirr abwaschen kann. Man kann also fast sagen, es ist ein Stellplatz mit Campingplatz-Flair. Dusche und WC, es ist alles da. Und wie ihr hoffentlich sehen könnt, es ist wirklich sauber und es war wirklich gut gereinigt. Zum Duschen benötigt ihr 1 Euro. Komme ich nun zum Platz, das sind die Stromsäulen, die auf der einen Seite des Platzes angebracht sind. Sollte vorne bei der Anmeldung keiner gestanden haben, könnt ihr auch an diesem Kassenhäuschen zahlen. Bei der Ausfahrt wurden wir kontrolliert, das heißt, ihr müsst das Kassenzettelchen bereithalten. Es gibt 2 Fähr- und Entsorgungen unmittelbar, aber es staut sich ein bisschen, wenn alle auf einmal losfahren. Niemand muss seinen Müll mit nach Hause nehmen, den könnt ihr hier lassen. Ja, und jetzt komme ich zu dem, was man noch so alles machen kann. Und das ist echt eine Menge. Der kleine Brombachsee bietet für kleine und große Kinder alles an. Ob mit dem Sub, Surfen, Wasserski, es ist alles dabei. Die Boards für die Stand-Up-Paddlings könnt ihr euch hier mieten. Aber auch auf der anderen Seite, das zeige ich euch gleich auch noch. Diese Umkleidekabinen gehören zur Wasserskianlage. Hier sind auch Duschen und auch Toiletten. Die Wasserskianlage bietet auch eine Leine für 2 Personen an. Fahrt ihr gar kein Wasserski? Dann holt euch doch einfach ein kaltes Getränk, legt euch in den Liegestuhl und genießt einfach, was die anderen da so machen. Das ganze Areal war sehr gepflegt und sauber. Es lag auch kein Müll irgendwo rum. Wir fanden es echt schön da. Uns hat es auch Spaß gemacht, da einfach zu sitzen und den anderen dabei zuzusehen. Ja, war mal richtig schön. Hat uns Freude bereitet. Aber ich habe ja versprochen, es gibt noch einiges zu sehen. Hier ist zum Beispiel eine Walking-Strecke. Hier kann die Schrittgröße geübt werden. Ja, ich lerne auch nie aus. Oder hier das Sunshine Camp für groß und klein, für Familienfeiern, ein richtiges kleines Paradies. Das Eventgelände kann man also auch mieten. Unter normalen Bedingungen wäre hier mit Sicherheit echt ein Heidengaudi gewesen. Und das ist wieder der Ausblick zum Brombachsee, wo auch ein kleiner Strand ist. Nehmt also eure Picknickdecke mit, etwas zu essen und zu trinken und die Badehose. Ach so, ihr habt gar keine Lust zum Schwimmen? Auch nicht schlimm. Ihr könnt mit dem Fahrrad um den kleinen Brombachsee fahren oder ihr nehmt direkt die große Runde um den großen Brombachsee. Oder aber ihr leiht euch hier ein Surfbrett oder ähnliches aus.
Man kann aber auch mit Blick auf das Wasser in diesem wunderschönen Restaurant sitzen. Das Restaurant Haus am See stellt dir dein Essen so zusammen, wie du es gerne magst, nicht wie die Karte es dir sagt. Und das ist der Ausblick auf das Wasser. Wie ihr jetzt von oben sehen könnt, befindet sich der Stellplatz rundherum mit Wasser. Die Halbinsel ist nicht groß, bietet aber dafür unglaublich viel. Zudem Wasserski, Stand-up-Paddling, Walken, Fahrradfahren, mit dem Hund Gassi gehen, gibt es mit Sicherheit noch einiges mehr, was ich jetzt nicht eingefangen habe. Und somit wissen wir, wir kommen auf jeden Fall nochmal zurück. Ich danke euch, dass ihr dieses Video mit mir geschaut habt. Mir hat es unheimlich viel Freude bereitet. Ich würde mich über ein Abo freuen, über einen Daumen nach oben, ist doch klar. Und dann freue ich mich auch schon wieder auf das nächste Mal. Mal schauen, wo es dann hingeht. Tschüss!